Was? Ich brauche Hilfe. So. Naja, die ungepanzerten Skelette gehen ja noch einigermaßen. Die könnte ich fast schon ignorieren. Fyrus hat keine Munition mehr. Dann nimmst du mal die 30 Pfeile hier. Achtung! Ich mit einem gezielten Schuss, Fyrus ist Doppelschuss, dass das ein bisschen schneller geht. Ja. Angriff! Das ist fast schon ein bisschen lahm, weil ich hier ziemlich leicht Abenteuerpunkte farmen kann. Auch wenn sie es dadurch ziemlich in die Länge ziehen würde. Was? Ja! Wie viel hat die? Okay, die hat knappe 100. Ah, vielleicht hilft dir ein Kugelblitz mal gegen die. Nicht gut. Komm! Und wie viel hat die noch? 65. Da ist immer noch die andere da. Aber ich glaube, da dürfte es einfacher werden, weil da nur noch von dieser Statue Skelette kommen. Hoffe ich mal. Ja. Bei Angriff Schwert! Was? Achtung! Ja. Heilt die sich etwa? Ich habe das Gefühl, die Heiz hat sich gerade geheilt. Na, viel hat sie nicht mehr. Was? Also meine Gruppe steht noch ziemlich gut da für die ganzen Untoten, die wir schon... Okay, Statue Nummer 1 ist kaputt. Ja. Weiche. Fehlt noch Statue Nummer 2. Oh, Fogrim hat's umgeworfen. Na? Komm schon! Jetzt dürfte wenigstens von der Statue nichts mehr kommen. Nur noch von dieser hier, hoffe ich mal. Okay. Die sehen wirklich furchtbar aus, die Dinger. Ist das die Dämonin von der... die, Rondra-Geweihte gesprochen hat? Was? Ah, Fyrus hat die 30 Pfeile schon wieder verbraten. Hm? Bei Angriff Schwert! Ja, Tatsache, es stehen nur noch bei diesem, bei dieser Statue Skelette auf. Ja. Komm, komm! Ich hätte die beiden Skelette eigentlich einfach stehen lassen sollen und auf die Statue einprügeln. Aber ja. Egal. Jetzt kriegen wir die Statue auf jeden Fall schneller kaputt als die erste. Auch wenn schon wieder ein Skelett da aufsteht. Okay, die erste Hand haben wir schon mal weg. Noch ein gepanzertes Skelett. Das bringt mir aber auch kaputt. Da ich jetzt vorher nicht aufgepasst habe, wie gut der Kugelblitz dagegen hilft, nutze ich jetzt einfach noch mal ein. Ach, 23, ja. Es kann sich sehen lassen. Ja? War ihr! Du sollst auch damit drauf schießen, dass es schneller geht. So, Doppelschuss. Fulminictus. Ja. Noch ein dickes Skelett. Angriff!
ein dickes Skelett, das Aua macht. Sollte ich ein bisschen ein Auge auf Vorgrims Lebenspunkte werfen. Weil, wenn er noch mehr einsteckt von dem Skelett, könnte das übel enden. Auch wenn wir die Statue jetzt fast schon kaputt haben. Aber doch, wir halten uns ganz gut. Was heißt ganz gut? Eigentlich habe ich was Schlimmeres erwartet. Aber ich bin irgendwie dankbar dafür, dass es nur sowas ist. Obwohl, ich sollte immer noch auf das Schlimmste vorbereitet sein. Wer weiß, was uns danach erwartet, wenn wir diese Statuen zerstört haben. Die irgendwie ein bisschen so aussehen, als ob sie dem Namenlosen gehören. Aber ja. Gleich geschafft, noch 60 Punkte. Können wir dann nochmal einen Donnerkeil voll Minictus drauf schleudern. Ich wollte gerade sagen, Vorgrim, nicht einfach nur da rumstehen. Und gleich ist es geschafft. Es ist überstanden. Es ist als Stimme geworden. Oder als würde eine gespannte Bogensehne endlich losgelassen. Ja, so könnte man das nennen. Ah, den kennen wir ja. Wie heißt denn diese Kammer hier? Halle der finsteren Schwestern, würde ich mal tippen. Auch wenn ich da jetzt gerade im Weg stehe. Jo. Okay, wieder dieser Archon. Höchst imposant, wie sich der Einfluss der dämonoiden Manifestationen auf die Angstrezeption auswirkte, nicht wahr? Fast alle denkenden Wesen in der Region waren betroffen. Jetzt redet er schon wieder über sein Angstexperiment. Typ, du hast einen Haufen Leid hier deswegen verursacht. Ist dir das nicht klar? Ja. Genau. Jetzt können wir mal konfrontieren damit, was er hier angestellt hat. Habt ihr den schwarzen Amazonen weiß gemacht, sie würden hier unten ihre dunkle Göttin finden? Die angeblich so furchtlosen Damen wurden lediglich Opfer ihrer eigenen Gier und Verblendung. Mein Beitrag war gering. Hättest du nichts gesagt, hätten sie die Elfenwachen nicht getötet. Die verblendeten Kriegerinnen haben die Elfenwachen kaltblütig ermordet, nun sind sie selbst tot, ja genau. Nach dem Scheitern von Versuchsgruppe 1 werde ich mit Interesse eure Konfrontation mit dem Dämon verfolgen. Und natürlich die Entscheidung, die ihr bezüglich der Siegelsteine treffen werdet. Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht vorbei ist. Das war ein bisschen zu einfach. Also kommt der Dämon erst noch. Ihr könnt mich verfolgen, so viel ihr wollt, solange ihr mich nicht vom Heilmittel für meinen Freund abhaltet. Ich werde euch sogar helfen, eure Schritte recht zu lenken. Das Heilmittel, welches ihr sucht, hat sein ehemaliger Besitzer wohlweislich an einem Ort verborgen, der nicht ohne weiteres zugänglich ist. Es befindet sich in der Halle der Anrufung unterhalb des Beschwörungskreises. Allerdings müsst ihr das Pentagramm aktivieren, um an das Theriak zu gelangen. Dies wiederum wird den Dämon herbeizwingen. Okay. Also es liegt wirklich noch viel vor uns, scheint so. Ein bisschen übermütig, aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen das Biest besiegen. Also, weiter geht's. Und gleich mal speichern. Okay, jetzt muss ich die 5 Siegelsteine finden. Wenn ich die Siegelsteine in der Ruine finde, wird es leichter sein, den Dämon zu besiegen. Sollte ich sie nicht dafür einsetzen, könnte ich sie auch an den seltsamen Wissenschaftler veräußern.
Ja, da steht alles mal dasselbe, nur hier haben sie an ein Komma gedacht. Das glaube ich falsch ist. Ich muss das Pentagramm in der Halle der Anrufung aktivieren, um an das Teriak zu gelangen. Allerdings wurde ich bereits gewarnt, dass dies einen Dämon herbeirufen wird. Daher sollte ich vorher überlegen, ob ich die Siegelsteine verwenden will. Okay, Treppe zur unteren Ebene. Also, wenn ich jetzt die Hoffnung haben darf, dass die Untoten mit der Zerstörung der Statuen weg sind, dann dürfte das Ganze jetzt etwas einfacher werden. Hoffe ich mal. Obwohl ich dem Braten immer noch nicht ganz vertraue. Feuermoos. Noch mehr Feuermoos. Seht ihr das? Ich sehe Gargoyle-Statuen. Ich sehe Wasserspeier. Ist eigentlich das so gesehen dasselbe. Aber eine Falle. Ei. Okay, das ist nur eine starre Falle. Aber ich vertraue dem Braten mit dem Wasserspeiern hier nicht. In Fantasy-Spielen haben Wasserspeier oder Gargoyles irgendwie so die blöde Angewohnheit, lebendig zu werden. Anweisung zur Erforschung der Siegel. Wir wollen uns nicht zufrieden geben mit der Art, in welcher das dämonische Wesen uns in der dritten Sphäre begegnet. Denn so wie es rufen, springe es seiner Form in unserem Geiste mit den Fähigkeiten, die wir für es erdenken und ihm anbefehlen. Also ja, sie haben Probleme mit dem Dämon gehabt, die Bosparaner. Über was wir Kontrolle erlangen, soll uns keine Kraft entziehen, sodass es die Kontrolle über uns erlange. So streben wir permanent zu binden, was uns dienen soll. Wir müssen kennen, was wir beherrschen und schützen vor Macht, die unsere eigene übersteigt, sodass wir nicht, dass sich nicht gegen uns wende. Von jeder Macht, welche wir einem Dämon verleihen, muss zuvor sichergestellt sein, dass wir sie mögen unterdrücken mit einer permanenten magischen Installation. Ja. Nach derzeitigem Stand der Forschung unserer Gemeinschaft ist der Dämon innerhalb des Bankkreises zu belassen, um ihn mit Hilfe von Dero 5 Siegelsteinen schwächen zu können. Längerfristig ist es Ziel der Forschung, die arkanen Siegel in Form einer magischen Fessel anzubringen, um den kontrollierten Wirkungsgrad des Dämons zu erhöhen und für die Erschaffung weiterer Siegel. Zu diesem Zwecke sei die Forschung an den Siegelsteinen in gesonderten Laboratorien in den Nebenräumen unserer Forschungsebene fortzusetzen und wenn erforderlich durch entsprechende Schutzmaßnahmen verschlossen zu halten. Also, ja. Die Wasserspeier gucken schon so komisch, dass ich mich gar nicht richtig traue, hier richtig frei weiterzugehen.